Also, wir geben rein und schalten ins Haus. Vollkommen recht, du siehst gut aus für 49. Guten Tag. Ton von Björn, komisch, liegt aber nicht am Mikro. Ben. Oh, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hast du dich gerade dran erinnert? Ja, ja, gerade dran erinnert, Mann. Hier hinten auf der Bahn. Nicht, dass wir gebannt sind, wegen zu sexy, ey. Jakob, wie hast du dich gefühlt bei dem Cam Newton Catch? Ich habe mich richtig gefühlt. Das war dein Touchdown, was er spricht? Ja, wir haben gegen Seattle gespielt. Wir waren schon in dem Spiel 4-5 Mal an der Goal-Line. Das heißt, wir haben unsere ganzen anderen Goal-Line-Plays schon gecallt. McDaniels called die Sache. Ich habe den Ball gefangen. Ich konnte danach aber gar nicht so feiern. Leute haben mich geroastet wegen meiner Celebration. Wir waren im Pressure, ja. Wir haben noch einen Touchdown gebraucht. Das heißt, ich habe nur kurz die Teammates abgeklatscht, bin zur Seitenlinie. Ja, also meine Celebration war jetzt nicht man so. Man wird heutzutage geroastet, wenn man nicht einen auf... Das hat mich lange gehört, wie so. Wenn man nicht so macht, wird man in 2023 geroastet, Alter. Du kennst eins, Sami? Komm mal nach Berlin, Alter. Fünf Pass haben ich, Alter. Damo nennt seinen Sohn Bagel. Oh shit. Bagel Dabu. Wie viele Björns kennst du? Ja, nur dich. Süße. Aber ich habe nicht so viel private Kontakte außerhalb. Ich muss also sagen, glaube ich, ein Mistake, den ich echt beim Branding gemacht habe, ist meinen deutschen letzten Namen aufzugeben. Mein deutscher Nachname war Jakob Weinmann. Wenn ihr Jakob Weinmann mal in YouTube reinhaut, da kommen auch ganz, ganz verschickte Sachen kommen da. Ich habe mal bei einem türkischen Gesangkontest mitgemacht. Nein. Und bin da zum Finale nach Berlin gekommen und hab sing mal, Bruder! Sing mal! Digga, gell, gib mir den, gell! Was gelardan, ja, ilalardan! Ich glaube, ich. Oh! Digga, du hast den ganzen Outfit an! Alter, Jakob! Warte! Warte mal, Pause. Bist du auch Türke? Also hast du was in der Familie? Bist du Türke? Nein, Mann, ich hab... Wie bist du denn dazu gekommen, dass du in einer kompletten türkischen Olympiade mitmachst, okay, ey? Okay, ich hatte... Also, yo. Aber ich sag, mit der Nase könnte ich durchgehen. Jakob, wie alt bist du da? Ich glaube, ich bin da 11 oder 12, sowas um den Dreh. Ey, und die ganzen Türken so, was macht der Bruder da? Ey, pass auf, bei 10.000. Bei 10.000 zeige ich's. Wow. Maurice kommt deiner Seite. Hast du auch schon mal einen Song aufgenommen? Der hat ganz viele Songs. Der war R&B-Sänger damals. Sein Künstlername ist Maurice. Warum? Meine Freundin hat ganz Album auf Spotify. Britney Quaintrell. Check den shit aus. Warum hast du nur? Was? Digga, sing mal vor. Yeah. Pass auf, Jakob. Vielleicht müssen wir so voll mal schön Breakfast Place oder so auch mal in Hamburg, Alter. Gimme that. Okay, love. Gimme that. Pull up in the scene in the Pontiac. Come go with the top back. Me and Cody, we coming with all. Patrick wäre fast gegen die Scheibe gelaufen. Ja, wir jetzt machen kurz Eberle Takeover. Sag, warte, kannst. Aber erstmal Dominik, Alter, mit der freshen Frise, hä? Gib uns mal ein kleines Update. Mir geht's bestens. Ich habe die 51-Mann-Kader geschafft. Und wir spielen nächste Woche gegen DC, also Woche nach Super Bowl. Und ich darf kicken, also ich freue mich schon. Ja, ich bin hyped für dich. Wir vermissen dich im Hype-Haus. Aber du hast Money, deswegen alles gut, Mann. Jetzt kommen die Brolympics Challenge Nummer 3. Pornhole. Hier, so wird sich aufgewärmt für die Brolympics. Leistungssportler, warm machen im Jacuzzi. Fehlt eigentlich nur noch das Quietsche-Entchen. Muss ich Sami? Die aufschreiben? Björn! Nein! 13-0, Björn hat die 11 erreicht. Björn ist eine Runde weiter, Sami geht in die Verliererrunde. Zweites Matchup, Kasim, Jakob. Und Jakob letzter Wurf. Jakob braucht den einen Punkt noch, dann hat er gewonnen. Ja! Da hat er die 11 Punkte. Möchtest Let's go! Du oder I'm like that! Matchup Nummer 3, Marc. Oh, es sind zwei. Du hast zwei rein. Die Runde Marcel geht an Marcel. Gewinnerrunde. Patrick gegen Marcel, erstes Matchup aus der Gewinnerrunde. 10-3 aktuell für Marcel.
Jetzt hast du gewonnen. 11-3, Marcel, yep. Die Runde geht yep. an dich. Dann haben wir quasi ein Full House. Dreimal heiß und zweimal. Oh, ei. Oh. Ausgeglichen, also wir sind wieder bei 0-0. Alles ist offen. Vorbei. Okay. SEC Football, das bedeutet, Baby. Wir machen jetzt Südstaaten-Shit. Sami. Cornhole ist unsere Sportart. Tennessee Volunteers in the house. Ja, down south. Kannst du mich nicht spielen? Cornhole hat die ganze Zeit. Sami hat zwei auf dem Brett. Und haut sich selber runter. Kasim, die Runde geht an dich. Ja. Das Spiel ist zu Ende. Jetzt brauchen wir Björn und Patrick für das Spiel um 3 und 4. Björn. Yes. 6 Punkte für Björn und Patrick, viel zu kurze Runde, ist, ging ganz schnell vorbei. Björn Werner hat Patrick Izume besiegt. Who are you and what NFL team are you playing for? I just finished for my fourth season with the Browns. I used to play with Jakob and with the Patriots. We were rookies That's together. Awesome. You're from Denmark, right? Yeah. I came over as an exchange student when I was 16. Oh, okay. And then I got recruited and ended up playing college ball. So I didn't do the hard route that Yak went through. I was lucky enough to, you know, stay in the system over here and get recruited and all that stuff. So actually, just like Björn, right? He also went to high school. Yes, pretty college, much. And then went to the NFL. Yes. All right, that's awesome. So you were playing guard, center? Yes, I was recruited as a D lineman out of high school. Oh, okay. So you then they moved me to O line. Yeah, because I was too fat and slow. So they're like, all right, you'll be better as an offensive lineman. Okay. But you're still in the NFL, so you're a hell of an athlete. Hey, it worked out, so I'm stoked about it. Right. So, what season are you in now in the NFL? So, I just finished my fourth season, so I'm just like, yeah, I'm a free agent right now. So, we'll see. Oh, okay. What's going on? I mean, if we can make a little reunion, that'd be great. Oh, I don't care. That would be awesome. That would be badass. Awesome. Maybe he re-signed with the Raiders, you coming to... I'll take whatever. You take whatever. Hey, I'll do whatever I can to get on a team. Sure, I don't care. Sure, I mean, I don't discriminate. It's the National Football League. No, for sure. So, what high school did you go? I went to Warren G. Harding in Ohio, and then I got like recruited to IMG Academy in Florida. All right. So one of the first football teams down there. Now they're just a bunch of five stars. Cool dudes. Right. But what do you think of the hype house of the football moment? This is badass. I'm stoked. I'm happy Jakob invited me over. This is awesome. I mean, Jakob, whoever he played against, you guys were trash. So maybe you I can actually, come in. Yeah, you were sitting that was right trash. Here. Yeah, you guys suck at this. No, thanks, man. I appreciate it. Yeah, thank you so much. This is awesome. You guys are killing it. Thank you, man. Awesome. Finale. 7 Punkte hat Marcel geholt. Herzlichen Glückwunsch, Marcel. Wir müssen ein Postgame-Interview machen. Ja, Marcel gut vorgelegt. Er zurück ging noch gut an mich. Danach war sein Aim überragend. Sie verdiente 7 Punkte auf jeden Fall. Björn Werner gegen Marcel. Alter! Oh! Alter. Patrick! Kasim! Sami! Oh, ganz fies! Ganz fies! Ganz fies! Oh, so kann nur Chantal aufschreien. Oh, so sieht ein Werner aus, wenn er gewinnt. Zweite Runde im Spiel. Coach Patrick Izume gegen Kasim Edebali. Kasim probiert es mit Vibration ab. Oh, der Tom fällt. Der liebe Gott hat ein Herz. Sami. Sami the Magician. Magician. Sami ist ein Magier. A.K. Sami, A.K. Magician. Magic Sami. Das war so krass. Er wackelt noch ein bisschen mit den Steinen. Oh, oh nein! Ey, das ist... Boah, das also, ist ganz auf. Wir geben Jakob die Chance jetzt, weil nur er weiß, ob er das mit Absicht gemacht hat, dass die Fliese sich bewegt. Die Regeln dieses Spiels heißen, du nimmst ein Stück Holz daraus und innerhalb der Regeln legst du es oben wieder drauf. Alles bis ich wieder anfange, ist es Sami sein Zug. Ne? Ich habe aber klar den Turm nicht berührt. Ich habe also innerhalb der Regeln gehandelt. Für mich war das ein normaler, klarer Spielzug. Ich nehme diesen Win hier gerne mit. 6 Punkte für Jakob. Oh, Marcel. Oh, ich glaube, da musst du. Das Einzige, was ich retten kann, ist ein Sami-Move. Jetzt! Tschüss, Marcel! Bleib so! Die Runde geht an Kasim! Jakob und Max sind beide noch da. Das ist das erste Spiel in der Gewinnerrunde.
Oh! Da kam ein Windstoß. Das war wirklich, das war jetzt echt. Nee, du hast nicht angefasst, Marc. Du hast nicht angefasst. Ihm zum Verhängnis, was er mit mir gemacht hat. Das, Marc hat gewonnen. Marc hat gewonnen. Nee, Jakob ist dann auch gegen Björn oder Romantiker. Somit ist auch Tag 5 im Hype House zu Ende. Wir haben es geschafft. Viele liebe Grüße. Tschö mit Ö. Wir sehen uns morgen.